Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und ihr habt richtig gelesen, wir schauen uns heute eine Mosasaurus-Mod an. Diese kommt für den Dinosaurus in das Spiel. Und ich würde sagen, wir lassen die einfach mal frei und schauen uns die mal an. Da kommt der Mosasaurus. Geflogen? Ja, kann man eigentlich Fliegen eher nennen, ne? Oder gelaufen mit unsichtbaren Beinen. Und laut schreien kann er. Ja, so sieht er aus. Ich muss sagen, das Model an sich, wenn ich den so angucke, sieht schon ziemlich cool aus. Sieht schon aus wie ein cooler Mosasaurus. Ist natürlich ein bisschen zu klein, ne? Also ich glaube, der Mosasaurus war viel, viel größer noch. Wenn ihr mal so an die Szene denkt, wo er am Ende in Jurassic World 1 den, was der Indominus Rex? Ich glaube, den Indominus Rex ins Wasser zieht. Das war schon ziemlich krass. Also ich pausiere mal hier. So sieht er aus. Ist natürlich ein bisschen problematisch, dass er schwebt, ne? Aber das ist halt, ja, schwer anders machbar, weil es halt nur Landdinosaurier gibt und keine Wasserdinosaurier. Das Model an sich gefällt mir schon ganz gut. Bis auf hier diese Verzerrungen. Und hier die Hinterflosse sieht auch nicht so nice aus. Aber ansonsten ist das schon nicht schlecht. Man erkennt auf jeden Fall, dass es ein Moser sein soll. Der Skin ist auch ganz cool. So knallig blau. Ja, ich finde es nicht schlecht. Besser als nichts. Aber ich würde sogar noch mehr feiern. Jetzt gönnt er sich eine Ziege. Lass dir schmecken. Ich würde sogar noch mehr feiern, wenn der einfach weiter unten wäre. Und man den dann immer nur so ganz leicht im Wasser sehen würde. Das wäre cool. Das würde ich, glaube ich, noch mehr feiern, dass der immer nur so ganz leicht aus dem Wasser guckt. Jetzt, guck mal, jetzt ist er sogar so ein bisschen im Wasser. So würde das dann aussehen, wenn er im Wasser wäre. Ist schon cool, ne? Ich finde es echt schade, dass wir nie irgendwie ein Wassersaurier-DLC oder so bekommen haben. Mit dem Moser und. Da gibt es ja noch einige, die ziemlich cool wären. Gibt ja auch nur den einen Flugdinosaurier, was auch echt schade ist. Aber ich finde es nicht schlecht. Aber ich glaube, mir wäre das ein bisschen zu abgespaced, dadurch, dass der fliegt. Aber trotzdem cool. Also cool, dass der Mod-Ersteller das gemacht hat. Ich kann den auch mal eben kurz einblenden für euch, den Mod-Ersteller. Passend zu diesem schönen Schrei. Und wir können uns gleich nochmal die Animation angucken, wenn er hier frisst an dem Fischfutterspender. Das sieht, glaube ich, auch ganz cool aus. Aber wir können auch erstmal jetzt den nächsten Skin freilassen. Es gibt nämlich noch einige. Ich zeige euch hier in diesem Video jetzt mal 4 Skins. Jetzt das Regenwaldmuster. Das ist irgendwie jedes Mal weird, wenn der da so rausgeflogen kommt. Aber wenn man so einen Monsterpark oder so baut, dann könnte man den da wahrscheinlich gut unterbringen. Oder stellt euch den mal in so einem Monster Battle Royale vor von uns. Wäre auch cool, ne? So ein fliegender Mosasaurus. Das hätte was. Auch ein cooler Skin. Der ist so weiß-rötlich. Leider ist hier gerade der Baum ein bisschen im Weg. Aber es macht ja nichts. Wir können uns den gleich nochmal genauer angucken. Lassen direkt den nächsten frei. Schauen wir auch mal da, wie dort der Skin aussieht. Das war jetzt, glaube ich, Dschungel. Oh, auch cool. Rot, grünlich, orange. Mal rausgehen hier. Schreit er nicht ganz so laut. So, jetzt können wir uns mal den Skin schnell angucken. So sieht der aus. Coole Farben. Er hat sogar rote Zähne. Die Farbkombo ist nice. Die gefällt mir sogar besser als dieses knallige Blau, definitiv. Und er geht jetzt auch hier direkt die Fische fressen. Das ist sehr gut. Oh, nice. Das erste Mal, dass wir in Jurassic World Evolution den Mosasaurus beim Fischefang sehen. Und gleich im Dreierpack, so wie es aussieht. Ich glaube, das geht jetzt richtig rund. Mosasaurus-Action. Ist schon cool, ne? Man müsste halt nur das Wasser noch höher wieder haben. Dann würde die Mod halt wirklich gut funktionieren. Vielleicht kann man ja irgendwie noch eine Mod machen, dass man hier oben drüber noch Wasser einfügen kann oder so. Dann könnte man diese Mod sogar benutzen. Müsste man halt irgendwie so ein Gehege bauen, was dann halt nur auf dieser Ebene ist mit diesen Fischfutterspendern. Aber dass die Skins so viel Variation haben in den Farben, finde ich mega nice. Ich kann auch mal noch den nächsten freilassen. Ich werde, wie gesagt, nur euch 4 Stück zeigen. Das ist jetzt noch lebhaft.
Falls ihr die anderen sehen wollt, die Mod ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr die ausprobieren und dann könnt ihr auch noch die weiteren Skins ausprobieren. Sind sicherlich auch sehr cool. Der sieht so orange farben aus. An diesen Schrei werde ich mich nie gewöhnen, Leute. Der ist irgendwie viel zu laut für das Spiel. Ich meine, die anderen Fleischfresser schreien ja auch beeindruckend, aber der übersteuert immer fast schon so ein bisschen. Ja, der ist so orangefarben. Mit einem roten Bauch. Haben wir einfach hier vier Mosasauren. Wir können ja mal kurz hier in die Galerie gehen. Das sieht aus. Aber beim Laufen sieht das sogar so ein bisschen so aus, als wenn der wirklich paddelt mit seinem... Oh, er legt sich schlafen. Wenn er wirklich paddelt mit seinem Schweif. Das ist ja cool, dann können wir da auch mal gucken. Jetzt ist er auch mal am Boden. Ein nicht schwebender Mosasaurus. So sieht der aus. Und schlafend. Und du? Du bist das schwebende Gegenteil. Ja, mich würde echt mal interessieren. Wir lassen ihn auf jeden Fall noch kämpfen, aber mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Ob ihr solche Mods cool findet oder ob ihr die unnötig findet. Weil ich weiß halt nicht, ob man die wirklich verwendet. Es war cool, Mosasaurus zu haben, aber dadurch, dass der schwebt, ist das schon wieder so surreal, dass man das... Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich es in einem richtigen Parkbau verwenden würde. Aber würde mich mal interessieren. Schreibt es mal rein, ob ihr es cool findet oder nicht cool findet. Und wir schauen jetzt nochmal, wie der Mosasaurus sich so im Kampf schlägt. So Leute, das Opfer ist ein Styracosaurus. Ihr seht schon, der rote Mosasaurus ist in Kampfstellung. Es sieht echt cool aus, wie der seinen Schweif bewegt. Sieht echt so aus, als wenn er im Wasser wäre. Fehlt nur das Wasser. Und der ist halt ein bisschen zu klein. Ansonsten nicht so schlecht. Das Zuschnappen sieht auch nicht so schlecht aus. Also schlecht ist das nicht. Das Einzige, was halt stellt, ist, dass er schwebt. Mal sehen, ob er ihn jetzt zu Boden bringt. Aber eigentlich sollte ein Spinosaurus einen Styraco schlagen. Da gehe ich mal davon aus, dass es hier klappen wird. So, da schnappt er nochmal zu. Und jetzt ist er blutüberströmt. Ich glaube, jetzt wird der Styraco hier zu Boden gehen. Ja, da packt er ihn. Und bringt ihn zu Boden. Also die Animationen sehen wirklich alle noch sehr, sehr gut aus. Sieg für dich, lieber Mosasaurus. Und mit diesem wunderschönen Bild werde ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Schreibt mal, wie gesagt, eure Meinung zu der Mod unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.